So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Mir ist so schlecht, ich fühle mich, als hätte ich gleich irgendwie Lidleistungskontrolle in der Grundschule. Alle gucken dich an, du musst singen, du hast Bauchschmerzen, du sagst, kann ich noch mal kurz aufs Klo, dann hast du übelst den Durchfall und das alles nur wegen Pokémon Go. Denn die Giga Dynamax Formen von Turtok, Lurak und Bisasflor sind an diesem Wochenende da. Durch Tarnel und Legios Raids habe ich ja meinen Glurak schon ein bisschen gepusht, damit ich die auch dann alleine geschafft habe. Deswegen ist es nur sinnig, wenn man sich als allererstes mal ein Bisasflor sucht und auf dieses Bisasflor stürzt mit voller Feuerpower, mit gemaxten Gluraks, mit Döner-Attacken Level 2 oder irgendwas. Und morgen dann am Sonntag würde Thomas und Genaya dazustoßen und wir würden schauen, dass wir vielleicht mit den Bisasflors Turtoks machen und mit den Turtoks dann Gluraks machen, dass Glurak also als letztes kommt. Ob das klappt, weiß ich nicht, denn es berichten jetzt schon wieder Spieler, die haben in Lobbys von, die haben 38 von 40 Spielern in der Lobby gehabt und haben es nicht geschafft. Woran das lag, weiß man nicht, vielleicht wieder alles Boofer mit Level 5, die mit irgendwas kämpfen. Wir haben jetzt ein bisschen was gepusht. Pupsi ist am Start, die läuft da weg, dass man sie nicht sieht. Der Samyang hat richtig gut jetzt aufgerüstet. Danke an die Community, die mir Pokémon dafür rübergetauscht hat. Denn der Samyang hat noch nie einen Dynamax-Raid gemacht. Jetzt habe ich eine Armee, die besser ist als der Habanero, der jeden Tag seine Dynamax-Raids macht. Wir laufen gerade zum Graffiti-Pirat. Da ist ein Bisasflor-Raid, der geht bis 10.59 Uhr. Um 11 Uhr wollte ich Bisasflor raiden. Das nächste Ding schon wieder. Kommt nach dem Bisasflor wieder direkt Bisasflor? Oder wechseln die anders durch und da ist dann plötzlich da ein Turtok und ich muss von dort wieder weg und mir wieder einen suchen? In der Gruppe, die Leute sind gespannt, drücken die Daumen, ob wir es überhaupt schaffen. Es wird mega schwer sein, wahrscheinlich. Ich bin total fertig mit der Welt. Ich wünsche mir eigentlich gerade, dass es nicht funktioniert, wir es nicht schaffen und morgen die zwei anderen dann nicht probieren müssen, weil die dann eh nichts werden. Denn wir haben starke Glurak und wenn wir es mit denen nicht schaffen, dann schaffen wir mit schwachen Turtok und Bisasflor den Rest morgen auch nicht. So, was wollte ich noch sagen? Ich weiß es nicht. Wir laufen jetzt erstmal so zur Arena. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Grüße an den Kaiser Kai. Ich habe 4 Handys jetzt dabei, weil der Kaiser Kai mir seine 2 Accounts mitgegeben hat für den Raid. Und schauen, ob das funktioniert mit 2 Kaiser Kai Accounts. Habanero, Samyang, Pupsi, alles dabei. Es ist so brutal. Guck mal, da ist schon die Graffiti-Wand, aber da müssen wir nicht hin. Unsere ist irgendwie da oben hinten in der Ecke. Das ist Pupsi und das ist das Futuristic Sculpture. Und, nein, ich möchte nicht in die Arena, ich möchte gar nichts mehr. Also man muss ja so reden, wenn man hysterisch ist und einfach nur genervt wegen diesem blöden Bisasflor. Ja. So, geht ihr alle rein? Oh, jetzt habe ich schon bereit gedrückt. Ich wollte doch gar nicht bereit drücken. Team 3 von 5, Team 5 von 5, Team 4 von 5. Es ist auf jeden Fall alles durcheinander. Oh, jetzt ist die Kamera nicht angegangen. Jetzt habe ich vergessen, die Kamera erst anzumachen. Aber ich habe den Pokémon Miningen Meister getroffen, mit dem ich schon lange Glücksfreund bin und konnte kurz noch einen Mewtwo-Glückstausch machen. Jetzt blicke ich hier nicht durch. Ach so, warte mal, hier muss ich drauf. Ich muss ja jetzt auf jeden Fall überall Glurak wählen. Und überall, wo Glurak schon drin ist, passt das. Ich habe jetzt hier alles aufgebaut. Wir sind jetzt gerade 22 Leute. Da kam noch ein Kollege vom Dragonite, der hat auch noch 4 Accounts dabei. Jetzt sind wir 23 Leute. 6 Teams sind es mittlerweile. 23 Leute, das klingt doch eigentlich gut, oder? Also mit 38 Leuten haben es manche nicht geschafft in den anderen Zeitzonen. Keine Ahnung, wer weiß, was für Level die hatten, was für Konda. Ich habe nicht mal einen Platz zum Sitzen. Nee, sonst hast du dich da vorne auf die Straße gesetzt und hast dann in Ruhe hier rumgemacht. Ich habe jetzt hier 3 Handys liegen. 3 Handys liegen. Pupsi hat 2 Handys hier. Der Kollege dort hat 4 am Start. Dann sind noch ein paar so dabei. Ich bin jetzt gespannt. 23. Aber wie willst du da jetzt ausweichen? Mit 3 Handys ausweichen, Energie sammeln, dann immer draufhauen und gucken, was passiert. Drück mal hier einfach in die Mitte.
Die Döner-Attacken sind bei den meisten hier auf Level 2 jetzt gepusht. Ansonsten sind die meisten Glurak auf Level 40. Jetzt muss ich auch gucken, dass ich immer auf die Feuerattacken auch drücke. Das ist wichtig. Die Feuerattacken, also eine ist gleich tot. Oh, hier kann ich rüberwischen. Bei dem kann ich rüber und Energie sammeln. Der ist aber auch gleich tot, aber alle drei haben fast ihre Attacke voll, ihre erste. Das Ding hat noch fast volle Energie. Hier kann ich noch mal was sammeln. Bei den anderen sehe ich gar keine Döner. So, zwei wären jetzt auf jeden Fall groß. Jetzt der dritte wird auch groß und die hauen jetzt hoffentlich alle ihre Attacken da drauf. Haut das überhaupt? Haut das die Attacken? Sieht so aus, als würde es gar keine Attacke machen. Hängt es oder was? Greift das an? Greift es nicht an? Hängt es? Ich habe keine Ahnung. Es ist alles komplett unübersichtlich. Deswegen natürlich schön, wenn du einen Account hast und mit einem spielst und genau siehst, was du da machst. Statt so. Weil so macht jeder irgendwas und ich habe hier absolut keinen Überblick. Wir haben jetzt ein Viertel von der Energie vielleicht weg. Jetzt drücke ich hier, da steht wieder noch eine Dönerattacke übrig. Ich glaube in der Mitte das Handy, das hängt einfach. Weil es macht einfach nichts und das ist genau der Account, den ihr seht. Das ist natürlich schade. Es wurde ja auch schon über Bugs berichtet, aber dass die jetzt genau so sind. Ach, hier bin ich raus, da steht anfeuern, hier bin ich wieder auf der Map. Jetzt muss ich wieder rein. Es funktioniert trotzdem nichts, ich kann gefühlt nichts machen. Jetzt bin ich drin, aber ich bin alleine. Ich bin drin und alleine wieder in der Lobby, aber wir sind an sich auf der Hälfte. Was ihr aber nicht seht, weil ihr ja nur die eine Bildschirmaufnahme habt. Also irgendwie... Weiß ich nicht, bringt das gerade nichts. 17 Pokémon sind noch am Start. Das wird ja jeder, hat im Prinzip 3 Pokémon. Das wird zusammengerechnet von allen Spielern, die drin sind. Alter Schweizer. Ja, und den Habanero hat es jetzt einfach rausgeworfen. Das heißt, egal was passiert, der hat sowieso jetzt nichts davon. Was heißt raus? Dann kannst du aber noch anfeuern, oder? Was auch immer das bringt. 10 verbleibende Pokémon sind noch im Kampf. 7 verbleibende Pokémon sind noch im Kampf. Links, der kann noch mal, der ist noch mal groß geworden, der macht noch mal seine Döner-Attacke. 1, 2, 3. Joa. So wie es aussieht, rechts tut sich auch nichts mehr. Jetzt wird immer 5 Pokémon insgesamt sind noch am Start. Ich kann hier jetzt rausgehen. Hier seht ihr eh nichts. Hier kann ich weiter anfeuern. Ist halt jetzt, es ist super gelaufen, super gelaufen. Mit 25, dafür habe ich jetzt meinen ganzen Staub ausgegeben und habe die 3 Gluraks gepusht und habe meine Partikel verschwendet, um die Attacken von dem zu pushen. Nur dafür, dass wir es nicht schaffen. Und wenn wir den nicht schaffen, dann schaffen wir die morgen auch nicht. Das weiß ich jetzt schon. Ja, jetzt kann ich noch anfeuern. Da steht überall noch 3 Pokémon sind noch übrig. 3 Pokémon. Wer auch immer diese 3 sind, richtig gut, dass sie bis jetzt durchgehalten haben und immer noch leben. Ansonsten kann ich nur noch anfeuern auf beiden. 2 Pokémon sind noch übrig. Wow. Wer hält da so lange durch? 1 Pokémon ist noch übrig. Es ist noch 1/4 Energie übrig. Ist das ein Grund zu sagen, komm, wir probieren es nochmal? Oder zu sagen, ach nee, komm, lass es, weil es ist ein Krampf. 1/4 wird nichts, sagst du. Du musst jetzt aber mal berechnen, mein einer Account, der Gute, der hat ja gefühlt gar nicht mitgemacht. Weil er die ganze Zeit gehangen hat, der konnte seine Attacken nicht einsetzen, der ist einfach umgefallen, der konnte jetzt auch nicht mit anfeuern, der konnte jetzt gar nichts machen die ganze Zeit. Weiß ich nicht. Vielleicht haben ja andere auch gerade ein Problem gehabt und wenn man es nochmal macht, dann haben noch mehr Probleme oder keiner hat Probleme und dann läuft es besser. Kann es sein, dass der eine so lange durchhält? Alle wurden besiegt. So, alle wurden besiegt. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich frage mal kurz Herr Thomas wieder. 23 Leute, wir schaffen das.
Shenaya sagt, Aquana Girl kommt nicht mehr rein, App abgestürzt, bei Mary hat sich's aufgehangen. Kaiser Kai sagt, er ist verwirrt, ja, hier hat sich's auch aufgehangen, der ist auch rausgeflogen, also ich würde sagen, das Feature boykottieren. Ich will mal kurz heilen. Hey, siehst du, bei mir ist nur ein Glurak gestorben und die anderen zwei wird es gar nicht genutzt, weil der halt schon tot war. So ungefähr. Wir können es auch sein lassen. So, und dann macht halt jeder wieder einer Raids für sich. Nochmal, nochmal, ein paar müssen mehr heilen und schilden. Nochmal, dann mache ich mit 3 Accounts mit alles heilen. Nochmal, zwei konnten nicht rein, weil er sich aufgehangen hat. Können wir ja 11.10 Uhr einfach nochmal rein, wenn die alle nochmal wollen. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das jetzt hier mache. Deswegen, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, habe ich bestimmt... Was? Kann ich mich hier hinsetzen, ohne dass ich überfahren werde? So, ich setze mich jetzt auf die Straße. Denk dran, nicht auf die Straße setzen. Ja. Ich kann den Rucksack vor mich stellen, damit man mich besser sieht. Kommt nur noch einer angelaufen? Ist es der C4? Hallo Glücksfreund! So, da müssten wir ja eigentlich jetzt 24 sein. Das heißt, irgendwie fehlen trotzdem, jetzt sind es 22. Oh, ich muss doch hier noch, eins muss ich noch austauschen. Es ist halt schwierig, so mit so vielen Händen. Ich nehme das jetzt einfach mal in die Hand. 24? Na, das sieht doch schon besser aus. 6 Team. Na Jentik. Was machst du da wieder mal? Aber ich habe doch gar keine Lust auf morgen. Bitte, wir dürfen es nicht schaffen. Das ist halt ja so drücken hier unten mit der Hand auf die 2 und das eine in der Hand, aber das ist halt, wird halt trotzdem nichts. Jetzt gucken, ob das passt irgendwie. Bitte, stürz nicht ab. Konzentrieren, okay. Muss ich nur hier auch mal gucken. Ich krieg natürlich nichts mit, wenn irgendwo Energie ist. Kommt der nicht durch oder wie? Aber der ist... Wie gesagt, nicht auf die Straße setzen. Ey, komm, wir sind schon jetzt hier Döner maximiert, alle, so wie es aussieht. Also die 3 hier gleichzeitig auf jeden Fall. Das war vorhin nicht. Also vorhin hat er es wahrscheinlich so extrem gehangen, dass halt schon alle umgefallen sind, aber gar nichts ausgeteilt haben. Aber jetzt haben sie gerade ausgeteilt. So, draufgehauen. Ist das jetzt richtig? Schrumpft das wieder? So, das, man ist noch beim ersten und wir sind schon fast bei der Hälfte gerade. Sieht gut aus. Der C4 reißt wieder raus. Der ist jetzt dazugekommen. Jetzt sind wir 24 statt 23 und schon sieht es viel besser aus. Keine Ahnung, was das ist. Der schon wieder Döner Max. Auf dem hier zumindest. Warum? Ich verstehe es nicht. Wieso ist der jetzt voll und die nett? Aber egal. Es ist sehr, sehr gut. Jetzt würde ich wieder sagen, Annette, was sagst du? Aber wir sind ja hier nicht beim Sebastian Schulz. Jetzt hauen wir weiter drauf. Jetzt werd halt groß. Komm, werd groß. Wie kann das denn so ein Unterschied jetzt sein? Dass das vorhin so, das lag wirklich nur an der Verbindung. Ja, aber hey, guck dir das an. Guck dir das an. Jetzt schrumpft es wieder und es ist schon im roten Bereich. Und der Dönermeter ist fast wieder voll. Ich weiß gar nicht, wie viel schon gestorben sind. Nix, der wird schon wieder groß. Der wird schon wieder groß. Genial. Dann hau nochmal drauf. Ich gucke zwar immer zu da unten hin und hier oben ist er schon so weit. Das heißt, ich verpasse eigentlich immer zu alles, aber irgendwie scheint es zu funktionieren jetzt. Jetzt, der wird auch groß. Jetzt wird der dritte auch groß. Oh mein Gott, noch 33 Pokémon sind da. Hm. Riechst du den Erfolg, Sandra? Da kam... Ach nö, da muss ja doch Shenaya und Thomas morgen kommen, dass der nochmal 3 Accounts mehr hat oder so.
und wir morgen irgendwie dann mit dem Bisa-Floor auf Turtok-Jagd gehen können. Ja, wir haben's. Und jetzt gibt's bestimmt nicht mal einen Sonderbonbon dazu. Du hast gewonnen. Guck dir das an. Wie krank ist das? Sonderbonbon XL. Na, dafür hat sich's doch gelohnt. Da macht man gerne was. Ich setze jetzt hier nichts rein. Ich brauche die. Sollen wir da auch überspringen gehen, ja? Ja, sonst fehlen die dir nämlich im Kampf. Obwohl, eigentlich brauchen wir ja keinen Glurak mehr für den Kampf. Was hat man jetzt hier gekriegt? 25.000 EP, Sonderbonbon XL, Toppeleber, das steht ja sogar da alles, okay. Bonus-Herausforderung. Das Ding kann ja auch shiny sein. 15.24, 15.27 und der hat 15.31. Ist also der Beste von den dreien. Ein Shiny? Ich? Zumindest hat es gerade geblinzelt, als ich es aufgemacht. Dann ist das Kaiser Kai. Und dann ist er auch noch. Wie viel hast denn du WP? Das gleiche wie du. Guck mal, der Kaiser Kai hat 15,35 und ein Shiny. Ja. Das sieht man, das ist richtig schön helles Grün. Und die Blüte ist orange. Seht ihr den Unterschied? Jetzt muss ich das auch noch mal reinhalten. Das ist rot, das ist orange. Ja, hier drauf sieht es gleich aus. Aber man sieht ja hier, da ist ein Shiny-Symbol dran. Das ist cool. Vielleicht kann ich das aufnehmen und irgendwie noch einblenden. Jetzt muss ich erstmal fangen. Wo bin ich denn? Hier drüben. Weil Fangen gehört ja auch noch dazu. Das ist aber, glaube ich, der Cutter-Account. Also sein kleiner. Das tauscht er sich bestimmt rüber auf den großen. Und dann sagt er, fertig, so habe ich das gemacht. So, einfach fabelhaft, jetzt muss er nur noch drin bleiben. Goldene Bären am Start. Theoretisch, ja. Und morgen wäre es dann ab 12 im englischen Garten. Weiß ich ja nicht, ob das so funktioniert. Er muss noch. Ja, ja. Die Leute hatten Bock. Die Leute hatten Bock. Wieso ist er bei dir so schnell drin geblieben? Und dann bestimmt nur gut getroffen, ha? Großartig. Ich werfe einfach fabelhaft, aber der bleibt trotzdem nicht. Ui! Kommt schon wieder ein großer. Eins. Und wieder nix. Der weicht dem aus. Und mir auch. Das ist sehr schön. Hoffentlich morgen Arena, die nicht an der Straße ist. Eins. Verdammt nochmal. Tschüss. Ich kann ihm ja schreiben nochmal dann. Da habe ich ja Kontakt jetzt oder Nummer oder irgendwas, wie das ausschaut. Eins. Komm wieder raus. Toll. Das ist mein letzter Ball. Soll ich dafür jetzt etwa einen Meisterball nutzen? Weil wenn der flieht, dann ist der weg. Ich weiß eh nicht, was ich mit dem Meisterball machen soll. Ach, weißt du was? Hier, komm. Das erste Mal, dass ich einen Meisterball nutze, einfach nur, weil ich Schiss hab. Ja, jemand anderes sagt, ach, ich hätte dir auch eins rübertauschen können. Ich hab doch 10 Stück davon und so, aber die anderen Accounts, die ich da hab, die brauchen den ja selber. Das ist ja das Problem. Jetzt musst du einen Meisterball dafür ausgeben, um das Ding zu fangen. Dann ist es nicht mal so gut. Aber es hat 15 Angriff, dann ist es ja doch gut. Wenn man jetzt hier drauf drückt, dann sieht das übelst hässlich aus. Ist das überhaupt sinnvoll? Vielleicht, ich weiß es nicht, Sehr, sehr komisch, sehr kompliziert. Ich mache das jetzt hier weg. Die Aufnahme ist beendet. Die Kamera geht auch aus. Bleibt ein Shiny eigentlich direkt drin? So, guck
guck mal hier, das Shiny. Jetzt werfen wir mal da drauf. Und dann gucken wir mal, ob das Shiny direkt drin bleibt. 1, 2, 3. Da ist es drin. Das Giga Dynamax Shiny Bisafloor. Floor 15, 14, 11 beim Cutter. Da kann er sich freuen. So, und Glücksfreund mit Habanero Lime. Ist ja noch besser, also mit mir noch Glücksfreund geworden. Oh mein Gott. Ciao. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich habe trotzdem keine Ahnung, was das wird morgen. Weil jetzt waren alle Glurak gepusht. Jeder hatte 3 Glurak. Ich glaube, Thomas war heute auch schon trotzdem dabei. Wir sind also morgen eigentlich nicht mehr. Wenn die, die jetzt dort vorne weglaufen, wenn die morgen fehlen, wenn er, der mit dem Auto kam, mit seinen 4 Accounts morgen auch fehlt. Ich weiß nicht, wir sind gefühlt morgen also weniger, wir haben schlechtere Pokémon. Denn jetzt haben wir zwar einen Bisafloor gefangen, aber der eine Account hat nur einen Bisafloor und nicht 2 oder 3. Und dann sind die auch nicht gepusht und es funktioniert auch wieder nicht alles. Egal, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Fallout, euer Ramses. Wir werden es probieren.